Wichtig ist für uns, dass ja wieder kompakt agieren, dass wir mutig agieren. Wir haben auch in den letzten Spielen gesehen, speziell die Gegner, die sehr, sehr mutig waren gegen den HSV, die waren meist erfolgreich, beziehungsweise haben etwas geholt und haben es dem HSV sehr, sehr schwer gemacht. Und deshalb ja, ist unsere Prämisse auch, dass wir dort mutig auftreten wollen, dass wir auch den Ball haben wollen, nicht nur verteidigen und gegen den Ball arbeiten wollen, sondern bewusst auch unser Spiel auch versuchen durchzuziehen. Wir haben der Mannschaft gezeigt, was gut war, was schlecht war. Wir haben natürlich auch gesagt, dass der Ärger durchaus vorhanden sein soll. Die sollen sich bewusst ärgern. Auch ich habe mich geärgert nach der Niederlage. Aber jetzt heißt es, diesen Ärger in positive Energie, in positive Emotionen umzumünzen. Das habe ich gestern auch der Mannschaft kommuniziert, dass es gar nicht darum geht, irgendwas oder irgendwie zu hadern oder irgendwas anzuzweifeln, sondern weiterhin Vertrauen in ihre Stärke zu haben. Sie haben viel richtig gemacht und sie werden auch am Freitag viel richtig machen. Ich habe das aufgerufen zu einem sehr, sehr wichtigen Spiel, auch zu einem wichtigen Derby, definitiv, auch für uns, auch für die Fans, für die Stadt. Und wir versuchen am Freitag den Abstand ja, zu verkürzen. Aber ich werde jetzt nicht aufrufen und sagen, wir müssen das wichtigste Derby aller Zeiten gewinnen. Definitiv nicht. Sondern es ist ein besonderes Spiel, definitiv. Trotzdem gibt auch das Spiel nur 3 Punkte. Wir werden die Mannschaft versuchen, maximal gut vorzubereiten und dann schauen wir, was dabei rumkommt.